Sehr geehrte Preisträger, ich freue mich, Ihnen heute den Preis pro Engagement in der Kategorie der beschäftigungspflichtigen öffentlichen Arbeitgeber überreichen zu dürfen. Damit würdigen der Landesbehindertenbeirat und auch ich Ihr besonderes Engagement bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in das Berufsleben. Das intensive Gespräch beim Jurybesuch hat gezeigt, dass das Thema Inklusion für Sie nicht nur auf dem Papier steht, sondern praktisch erfolgreich umgesetzt wird. Durch Sie werden Kreativität und persönliches Engagement eingebracht. Herr Edler, Inklusionsbeauftragter der Stadt Halle, sowie Frau Etzeldin, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen, setzen sich sehr für die Belange von Menschen mit Behinderungen ein. Hervorzuheben sei, dass die Quote der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen bei Ihnen übererfüllt wird. Es wurde eine Initiative beschlossen, allen Mitarbeitern mit Behinderungen einen bedarfsgerecht ausgestalteten Arbeitsplatz einzurichten. Dabei fließen zum Teil Gelder für außergewöhnliche Belastungen, die vom Integrationsamt gezahlt werden, mit ein. Des Weiteren gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit dem Berufsförderungswerk Halle. Praktika der Absolventinnen und Absolventen des Berufsförderungswerkes werden bei der Stadt Halle durchgeführt. Bei entsprechender Eignung findet eine Übernahme statt. In den letzten Jahren ist es gelungen, über diese Kooperationsvereinbarung 5 Beschäftigte zu gewinnen. Es werden bei Ihnen auch schwerbehinderte junge Menschen ausgebildet. Vor Ablauf der Ausbildung spricht der Inklusionsbeauftragte mit den Ausbildungsverantwortlichen und den Auszubildenden über die Möglichkeit einer Übernahme. So konnte 2021 ein Auszubildender übernommen werden. Bei anstehenden Problemen werden alle Beteiligten mit herangezogen. Es gibt keinen Unterschied zwischen nichtbehinderten und behinderten Mitarbeitern. Vorschläge zur Überwindung von Problemen werden gemeinsam festgelegt, sodass alle Beteiligten sich gehört und wahrgenommen fühlen, sowie mit Lösungen einverstanden sind. Eine solche Vorgehensweise ist nur möglich, wenn die Leitungsebene verinnerlicht hat, was Inklusion von Menschen mit Behinderungen bedeutet. Bitte werden Sie auf allen Ihren Ebenen nicht müde, in Ihren Bestrebungen, sich für diese Belange der betreffenden Menschen einzusetzen. Ich möchte nochmals meinen Dank auch im Namen des Landesbehindertenbeirates aussprechen, dass Sie uns zeigen, wie Inklusion gelebt werden kann und soll.